Hallo zusammen bei 360 Grad. Heute schauen wir uns mal bei der Bundesgartenschau in Heilbronn um. Und so nach 5 Wochen kann man ja schon ein klein bisschen Bilanz ziehen. 420.000 Besucher sind bislang gekommen. Die letzten paar regnerischen und kühlen Tage waren natürlich nicht gerade ideal für die Gartenschau-Besucher, aber man liegt mit diesen mehr als 420.000 ganz gut im Plan. Und es kommen ja auch immer so zwischen 40 und 50 Reisebusse. Das heißt also, es sind schon sehr, sehr viele Besucher, die eben dann auch von außerhalb kommen, nicht nur die Dauerkartenbesucher, obwohl man ja auch dort eine Rekordzahl verbucht hat. Und was man so erlebt, auch an so einem ganz normalen Vormittag auf der Bundesgartenschau, das wollen wir uns jetzt mal in aller Ruhe anschauen. Im Zentrum stehen natürlich auch die Blumenschauen hier im Fruchtschuppen. Und da können wir mal ein paar Sequenzen einschneiden. Denn jetzt steht alles so unter dem Motto Hochzeiten. Also alles für die Braut, den Bräutigam, die Brautjungfern oder die Gäste oder die Tischdekoration. Wie gesagt, immer wieder unter einem neuen Motto diese verschiedenen Angebote im Fruchtschuppen. Und da sieht man natürlich die Pflanzen in voller Blüte. Und auch mit dem Hochwasser, apropos, hatte man natürlich zu kämpfen in den letzten Tagen. Und da können wir auch ein paar Bilder zeigen, wie es hier ausgesehen hat. Aber das Ganze wurde sozusagen fast schon in Windeseile wieder beseitigt. Und an so einem Sonnentag, da wirkt die Bundesgartenschau natürlich ganz besonders. Und warum das so ist, das schauen wir uns jetzt mal draußen an. Die Buga lebt natürlich von den vielfältigen Aktionen, Veranstaltungen, auch verschiedene Abendveranstaltungen. Die können musikalischer Art sein, die können natürlich auch informativ sein oder wie die Wissenspause am Nachmittag oder hier im Garten der Heilbronner. Da findet man nicht nur ganz interessante Fundstücke, die ausgestellt werden, sondern wir sind dort auch als Heilbronner Stimme zugegen und zwar mit verschiedenen digitalen Angeboten vom Stimme-Gewinnspiel über die Historie, wo man die PDF-Seiten aufrufen kann und die Geschichte der Heilbronner, als auch natürlich immer die aktuelle Tageszeitung, in denen sich dann die Menschen, die Buga-Besucher, hier informieren können. Ja, und informieren konnte man sich natürlich in den letzten Wochen viel zum Thema Wahlen. Und da stehen ja die Europa- und die Kommunalwahlen an. Und es macht natürlich Sinn, wenn man sich informiert und wenn man dann auch weiß, wem man das Kreuz gibt am Wochenende, wenn man die Kandidaten genau unter die Lupe nimmt. Das haben wir ja auch bei unseren Lokaltouren gemacht. Und da gibt es schon Unterschiede. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass man sich auch intensiv mit dem Wahlschein dementsprechend beschäftigt. Und wenn jemand sagt, er ist so ganz und gar uninformiert, dann liegt es vielleicht an einem selbst. Denn das, was in den letzten Wochen und Monaten geboten wurde und was auch die Kandidaten angeboten haben, das war schon eine ganze Menge. Leider wurde es nicht immer ausreichend nachgefragt. Den ganzen Tag über gibt es verschiedene Vorträge, Veranstaltungen, Mitmachaktionen. Selbst hier zur Mittagszeit beim Thema Bienen. Wie wichtig sind Bienen? Was ist dran am Bienensterben? Das kann man hier bei dieser Ausstellung sich anhören und sich damit mal beschäftigen. Die Natur soll natürlich auch eine Rolle spielen und das scheint auch anzukommen. Es gab jetzt die erste Befragung unter den Besuchern und es war schon überraschend. 98% waren sehr zufrieden mit dem, was sie auf der Bundesgartenschau erlebt haben. Und das ist auch so ein bisschen das Feedback, das man von vielen Auswärtigen bekommt, die dann doch sehr, sehr überrascht sind und dann ankündigen, dass es nicht bei diesem einzigen Besuch bleiben soll. Deswegen ist vielleicht auch ein Grund dafür, warum die Hotelzahlen doch deutlich angestiegen sind in Heilbronn, um Heilbronn herum und das im Vergleich zu vielen anderen Städten in Baden-Württemberg. Und man hat ja noch jede Menge Zeit, um sich hier auf der Buga umzuschauen. Die ersten 5 Wochen sind rum, aber es folgen noch jede Menge mehr. Dass man so während der Buga auch das eine oder andere noch optimiert, das spricht sicherlich auch für die Verantwortlichen. So hat man eine Abendkarte eingeführt, um auch dieser Nachfrage gerecht zu werden. Und es gibt natürlich auch hier und da kritische Dinge, mit denen man sich dann auseinandersetzen muss. Das betraf ja auch die Gastronomie und die Abendgastronomie, wo man daran ist, das auch weiter zu verbessern, ist natürlich auch immer abhängig von der Frequenz insgesamt. Im Mittelpunkt stehen natürlich die Aktivitäten und da gibt es am Wochenende ja den Blaulichttag. Das wird sicherlich auch nochmal absolutes Highlight werden, unter anderem auch mit einem Feuerwehr
Auto der Audi Betriebsfeuerwehr und das ist komplett elektrisch angetrieben. Also das passt zur derzeitigen Diskussion ganz gut hinzu. Und es gibt natürlich wie immer an den Wochenenden auch die Wasserspiele. Da können wir mal ein paar Aufnahmen zeigen. Die sind natürlich der Renner bei den Zuschauern, bei den Besuchern. Und da stehen natürlich viele, viele hier am See und blicken auf diese sehr vielfältigen Wasserspiele. Und das kann man ja jetzt auch wieder guten Gewissens machen, nachdem die Falken dort oben Nachwuchs bekommen haben. Das war ja ähnliches Aufregerthema wie auch die Küken. Aber dem musste man sich stellen und auch kritische Punkte, mit denen muss man umgehen. Wichtig ist ja, dass man daraus lernt und die richtigen Lehren zieht. Wasser ist natürlich das verbindende Element hier auf der Bundesgartenschau. Man ist ja von Wasser umgeben und das im wahrsten Sinne des Wortes war auch das Kunstwerk hier im Hintergrund gestern bei dieser Hochwassersituation. Da können wir das Foto nochmal zeigen, wie es hier aussah und wie schnell alles wieder auch gerichtet worden ist. Und deswegen kann auch wieder hier die Neckarschifffahrt den Verkehrsweg beschreiten und sozusagen auch den Pendelverkehr wieder mit aufnehmen. Das wird am Wochenende sicherlich auch frequentiert werden, beispielsweise auch am Freitag, wenn hier Haigern live zu Gast ist auf der Sparkassenbühne. Und dann präsentieren sich ja auch Kommunen, Städten, verschiedene Institutionen. Und das alles gibt natürlich jede Menge Stoff für die Berichterstattung. Und auch da macht man natürlich Auswertungen, weil es sich nicht nur um die lokalen Berichterstattungen handelt, sondern mittlerweile auch weit überregional. Selbst in China gab es schon Berichterstattungen über die Bundesgartenschau. Oder auch in England. Also das merkt man, das Thema zieht doch viele, viele Leute an. Also so viel zur Berichterstattung. Eine ganz andere Berichterstattung haben wir letztes Wochenende ja erlebt, als es mal wieder um Dieter Schwarz ging. Das ist natürlich klar, dass der Lidl-Gründer immer mal wieder im Fokus steht. Im Vorjahr gab es ja da zwei interessante, durchaus auch mitunter kritische ZDF-Reportagen, aber die waren inhaltlich sehr, sehr gehaltvoll. Jetzt in der Süddeutschen hat man mal wieder die üblichen Verdächtigungen gelesen. Er würde alles bestimmen, was in Heilbronn geschieht. Und wer bei ihm mal entlassen wird, würde keinen Job mehr finden. Das könnte man locker widerlegen, wenn man sich um die Fakten kümmert. Aber dann ist so manche Geschichte vielleicht doch nicht mehr so spannend, wie wenn man sie einfach weglässt. Richtig journalistisch war es letztlich und endlich nicht. Aber der Stifter kann es gelassen nehmen. Und was bleibt, sind ja die Dinge, die für die Region von Bedeutung sind. Sei es eben die Experimenta, der Bildungscampus, das gesamte Engagement auch im medizinischen Forschungsbereich. Und da gibt es eine ganze, ganze Menge. Davon profitiert man. Und das ist dann letztlich und endlich auch die eine oder andere positive Berichterstattung wert. Das war's für diese Woche. Bis zum nächsten Mal. We'll be right back.